Achso, das sind die blauen Ausrufezeichen, alles klar. Das ist so nervig, dass du hier... Dass du hier das Hauptmissionssymbol da immer noch hast. Die Muli guckt, wir leben gern Balkonstar und so, vielleicht heute auch wieder. Nein. Allzu viele Nebenmissionen werde ich glaube ich auch nicht machen, weil das ist nervig in dem Spiel. Das ist so, bringe Gegenstand A nach B, suche Person C und hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken. Was ist denn das hier? Zwergenhaus oder was? mit dem kann ich nicht reden. So, gut, dann gucken wir mal, wo wir diese... Diese blöde... Ich könnte die jetzt auch einfach hier sitzen lassen, ne? Und könnte einfach gehen. Was ist das auch? Das ist Grafikfehler, okay. Das wäre natürlich ein bisschen gemein, ne? Warum versperren die eigentlich die Tür? Frechheit. Was ist eigentlich ein Plan? It's a new day, everyone. Ach, echt? Ja, ich ist nie drauf gekommen, dass wir einen neuen Tag haben. Ist ja Wahnsinn. Die Missionsanzeige da oben geht mir schon jetzt auf den Nerv. Leinen für 100G. Aha. Nee, danke. Hab ich nochmal mit Opa Quatscher, ob der mich jetzt wieder angeht? Gucken wir mal, was er erzählt. Die Sache stinkt zum Himmel, Rex. Lehn ab, das war's faul. Opa, der Auftrag kommt vom Chef der ganzen AG und keine Anzahlung habe ich auch schon gekriegt. Ja. Zu spät, das Geld ist schon weg. Ja, wie gesagt, mit den Nebenmissionen, das war, glaube ich, nicht so spannend alles. Gut. Wir machen uns jetzt einfach mal auf. Sollen die sich da in ihrem Versteck da hinhocken und keine Ahnung. Wheeling out the maelstrom for this. Banner sure has deep pockets. Gawking at a boat. What are you, 12? Wait, maybe you are 12. What's my age got to do with anything?
I can tell an awesome feat of engineering when I see one. You don't close your mouth soon, you're gonna swallow a fly. What's her problem? We're nearly the same age. Also, you might want to watch where you stand. Otherwise, when we cast off, that rope will take your leg off. Huh? Gotcha. What, you little... Now look whose mouth's hanging open. Rex, we're heading out. There's no one seeing you off, right? You got night watch. Till then, rest up inside. Aye, aye. Later. Was denn nun noch? Handelsstellen kaufen eine Schätze an, aber nur in bestimmten Paketen. Der Vorteil ist, dass du für so ein Paket mehr Gold erhältst als beim Verkauf einzelner Items. Bevor du dein Bergungsgut also an einen normalen Laden verkaufst, solltest du ruhig mal bei der örtlichen Handelsstelle vorbeischauen. Okay. Machen wir. Was? Freund hat Tululu in... Talulu, egal. In Fass entdeckt, nicht fair. Ja, ist halt... Verstecken spielen, ne? Kriege ich dafür eigentlich irgendwas? Oder ist das nur so... Ist halt irgendwie total dämlich gemacht mit der Missionsanzeige da oben. Malosch, hallo, sei gegrüßt. Ja, ich weiß, dass es die Nebenquest ist, die ich vorhin angenommen habe. Aber ich finde das trotzdem absolut bescheuert mit diesem, mit dieser Anzeige da oben, dass sich das so überlappt. Halt nicht siehst, wo du hin, also ob du jetzt wirklich in Richtung der Mission läufst oder ob du. Boah, mach die Sprechblase weg, ey. Ey, kann ich die Krütze nicht irgendwie ausblenden? Muskelkurt kriege ich, okay. Ah, 60 EP, also gibt es dafür tatsächlich auch Erfahrungspunkte. Gut, aber ausblenden kann ich die anscheinend nicht. Na dann. Boah, jetzt könnte ich da nicht hochspringen, ne? Das war auch irgendwie... Mann, jetzt latsch doch mal... Willst mich veräppeln, oder was? So, das war die andere Mission. Ja, der ist ziemlich böse. So, dann müsste ich theoretisch wieder nach oben, ne, und dem wieder sagen, oh, hey, ich habe sie gefunden und mach mal, ja. Naja, ich würde jetzt mal nicht erwarten, dass Xenoblade 3 schlecht wird. Es ist halt nur die Frage, was sie machen, ne.
ob sie wieder einen komplett eigenständigen Teil machen. Oder ob sie irgendeine Fortsetzung machen. Aber ich vermute mal, es wird wohl ein eigenständiger Teil werden. Das ist nervig, eh. Was? Wird er sonst ständig übersehen, selbst wenn unversteckt? Naja. Ich gehe nicht davon aus, dass die sowas Großartiges Neues machen werden. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Oh, die Einblendungen nerven so, ne? Das ist übel. Soll ich nach hoch kommen? Ah, so, okay. So, haben wir sie alle. Sehr schön. Und jetzt muss ich da hochlatschen, bloß damit die mir sagen, ja, hey, hast du uns alle gefunden, coole Sache. Bäh. Sehr schön. Aua. What the fuck? Muss ich eigentlich mit denen hier noch quatschen, weil ich ja diese Lulu, was auch immer, gefunden habe. Ne, da ist keiner mehr, okay. Oder? Doch, hier ist er. Ja, ich habe sie doch gefunden. Den, die, das, was auch immer. Egal. Ja gut, Farmen ist ja in Xenoblade-Spielen nichts Seltenes, ne? Das war ja in Teil 1 auch so. Bis man mal ein paar ordentliche Kristalle da zusammengekriegt hat, war ja auch grausam. Ja, gib mir das Ding in gut.
So. Li Muli soll Gegebi bei der Wache ablösen, aber ist wie immer zu spät. Finde Li Muli. Ja, ich hab die doch. Habt ihr doch gefunden oder nicht? Was hat denn der so? Musikmelonen-Parfait. Alles klar. Technikaufladung 0,1 Sekunde. Mondpornteilchen. Ich gucke einfach mal. So. Warum zum Fick wird mal hier eine Mission angezeigt und dann kann ich bei dem Typen nur einkaufen? Was ist denn das für Grütze jetzt? Ach, ich brauch so ein Mondpornteilchen. Oh. Ach, die wollte was essen. Meine Güte. So was teilen die zur Wache ein, ne? Gefräßig, unaufmerksam. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Die Sprechblasen gehen mir so auf den Piss, ne? Ich sehe. So, ja, hast du bitte. Was hat böses Götzenkrabbel Schatz geklaut? Mit Schwimmdrehen. Angle auf dem Bergungsdeck in Argentum das Götzenkrabbel und hole Mama Pons Anhänger zurück. Oh. So, was haben wir denn hier? Limulus Algegebiete, bla bla bla. Also muss ich das jetzt noch machen oder was, damit die hier dann endlich mal ihre Schicht antreten können. Na gut. Was soll's. Time for some treasure hunting. Ta! Onwards!